Guten Tag. Hier ist meine Schlagzeile von heute. Nach all dem Dolce Vita lassen jetzt die schönen Girls um Playboy-Gründer Hugh Hefner kein gutes Haar mehr an ihm. Liebe mit ihm sei wie ein Job. Einstempeln, ausstempeln. Hugh Hefner war der Sexaufklärer der westlichen Welt. Er brillierte mit dem Wundergeschöpf Marilyn Monroe auf der Frontpage seines von ihm erfundenen Nackedei-Magazins Playboy. Und wer mit ihm schlafen wollte, musste durch den Indoor-Pool seiner Luxusvilla Mansion in Los Angeles tauchen. Nur die Putzfrau mit ihrem Staubsauger wusste einen anderen Weg. Hefs Feste waren jahrelang die wildesten von ganz Amerika. Jetzt, 6 Jahre nach dem Tod von Hefner, machen eine Reihe von Blondinen die Abrechnung ihres scheinbaren Dolce Vitas. All jene, die damals mit ihm nachweislich das Bett teilten im ersten Stock seines Partyschlosses, länger oder kürzer. Obwohl man es ja unterlässt, über Tote böse zu sprechen, äußern sich diese Gespielinnen überraschend knallhart und auch undankbar. Natürlich hängt das mit Geld zusammen. Beim Enthüllen pikanter Geheimnisse macht sich das Konto des Indiskreten oft sechsstellig bemerkbar. Eine von Hefs Lieblingsfrauen schrieb sogar ein Buch, das gerade auf den Markt gekommen ist. Ich kann mich noch gut an den Playboy-Gründer Hefner erinnern, als er mit einem tief schwarz gestrichenen Privatjet und großen Playboy-Logo nach München flog. Zu dieser Zeit reiste er ständig mit 7 blonden Betthasen, praktisch für jede Nacht eine andere in der Woche oder alle auf einmal in einer Nacht. Mit diesem platinblonden Kleinharem dinierte er im ersten Stock des Nürnberger Bratwurstglöckerl, wo er die ganze Etage für sich und Family reserviert hatte. Ich habe selten so viele Schönheiten mit eingeschaltetem Dauerlächeln gesehen, die ihrem Herrn und Meister nonstop jeden Wunsch von den Lippen oder anderen Körperteilen abblasen. Jetzt scheint die Freude wie weggeblasen zu sein. So sind die Eigenschaften des Verlegers bei der schönsten Übung zwischen Mann und Frau bekannt geworden. Die massiven Abrechnungen der Damen hören sich an wie Anträge eines Staatsanwalts und scheinen die vielen süßen Nächte vergessen zu haben, die auch sehr einträglich waren. Es ist 20 Jahre her, dass Playmate Kendra Wilkinson mit zarten 18 Jahren als Freundin von Hugh Hefner bekannt wurde. Aber erst jetzt fange sie an, all die seelischen Schäden, die die Zeit in der Playboy-Mansion hervorgerufen hatte, zu verarbeiten, so die heute 38-Jährige. Vor rund 4 Monaten habe sie gedacht, sie werde sterben. Ich war in Panik. Ich wusste nicht, was in meinem Kopf und meinem Körper vorging oder warum ich weinte. Ich hatte den Tiefpunkt erreicht, erklärt sie. Weil sie kaum atmen konnte und Schmerzen in der Brust hatte, wurde Wilkinson im September ins Spital eingeliefert. Eine Panikattacke, wie sich herausstellte. Die Arbeit bei Playboy habe wirklich ihr ganzes Leben ruiniert und bereue die Zeit. Sie trank viel und war dort wegen der Partys. In den Jahren habe Kendra all ihre Selbstachtung verloren. Sex sei alles gewesen, das ich gekannt habe. Plötzlich begann ich jetzt meine Brüste, meinen Körper, mein Gesicht zu hassen. Ich kam an diesen Punkt, an dem ich mich nicht mehr leiden konnte. Heute frage ich mich, warum hatte ich in diesem Alter Sex mit Hugh Hefner? Warum? Sie habe sich ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Ich musste einfach sturzbetrunken sein oder eine Menge Gras rauchen, um diese Nächte durchzustehen, verrät sie. Für das damals 18-jährige Girl war Geschlechtsverkehr mit dem 78-jährigen Playboy-Chef einfach Arbeit. Sobald er fertig war, drehte ich mich weg und es war vorbei. Es war wie bei einem Job. Einstempeln, ausstempeln. Spaß habe es ihr nie gemacht.